Um jetzt wahlfreien Speicher zu unterstützen an unserer ALU, bauen wir eine Registermaschine. Die Registermaschine hat den Vorteil, dass sie Operationen wie Multiplikation und Division wesentlich besser auf die Addition oder die Subtraktion zurückführen kann. Wir haben das schon gesehen, wenn wir die Stapelmaschine mit einem Akkumulator ergänzen, wird die Handhabung mit diesem Register wesentlich einfacher. Eine Registermaschine hat noch weitere Register. Wir werden dann später sehen, wozu die gut sind. Bei einer Registermaschine besteht das Rechenwerk aus der ALU mit den Anzeigen für die Flaggen, einem ALU-Port zur Schnittstelle zum Steuerwerk, dann den Registern, einem Akkumulator. Dieser Akkumulator hat wieder ein High-Byte und ein Low-Byte, so dass wir wieder eine 16-Bit-ALU verwenden, um Multiplikationen durchzuführen. Der Speicher wird über ein vom Programmierer nicht sichtbares Datenregister angesprochen. Auch von diesem Datenregister führen 16-Bit in die ALU. Um jetzt den Speicher ansprechen zu können, um den Speicher adressieren zu können, benötigen wir einen Program Counter. Der Program Counter, auf dem Program Counter müssen wir rechnen können, um Sprünge durchzuführen. Deswegen wird der Program Counter über einen Multiplexer an die ALU angeschlossen. Über ein Adressregister kann der Inhalt des Program Counters oder des Befehlszählers auf den Speicher gegeben werden. Über eine Schnittstelle, die wir Memory Port nennen, wird der Speicher mit seinen Registern, also dem Befehlszähler, über das Steuerwerk angesprochen. Natürlich benötigt unsere Registermaschine auch ein Steuerwerk. Dieses Steuerwerk fügen wir nun hinzu. Es ist wieder der altbekannte Aufbau. Wir haben eine Eingangslogik, einen Zustand, einen Folgezustand, ein Register, wo der Zustand gespeichert wird. Führen wir bei der Registermaschine noch weitere Register ein. Und zwar zwei Indexregister, die Indexregister X und Y. Die Indexregister verwenden wir hauptsächlich zur Adressberechnung. Also mit den Indexregistern können wir komplexe Adressierungsarten abbilden. Deswegen sind die hier in dieser Zeichnung blau markiert. Ein Beispiel: Wir können den Index relativ zum PC bilden. Und der Befehlszähler zeigt dann auf den nächsten Befehl. Dieser Befehl wird in das Instruction-Register geladen und kann dann vom Steuerwerk interpretiert werden. Der Speicher braucht noch eine weitere Schnittstelle. Er muss in der Lage sein, Daten zu lesen in einen High-Teil und einen Low-Teil des Data-Registers. Jetzt bilden wir über das Data-Register ein segmentiertes byteweises Laden ab. Und im unteren Teil des Speichers haben wir unser Programm. Das Programm hat meist eine fixe Länge. Dem schließt sich ein statischer Datenteil an und dann im Anschluss ein dynamischer Datenteil. Daten können dann in das Datenregister über einen High- und Low-Teil eingelesen werden. Natürlich keinen Stack mehr, keinen Stapel mehr, und diesen Stapel, den benötigen wir aber zum Beispiel für Unterfunktionsaufrufe. Das heißt, im nächsten Schritt werden wir noch einen Stack in dem wahlfreien Speicher realisieren. Dazu benötigen wir in unserem Registersatz noch einen Stapelspeicher. Den Stack legen wir an das andere Ende des Stapels, damit sowohl die dynamischen Daten als auch der Stack ineinander hineinwandern können. Der freie Speicherplatz, in den dynamische Daten und Stapelspeicher reinwandern kann, den nennt man Heap. Um einen Stapel zu bekommen, benötigen wir in unserem Registersatz noch einen Stapelspeicher. Natürlich müssen wir das Rechenwerk wieder an unser Steuerwerk anschließen. Dafür haben wir ein Statuswort. Dieses Statuswort sind in erster Linie die Flaggen der ALU, und wir benötigen ein Steuerwort. Dieses Steuerwort setzt sich zusammen aus einer Schnittstelle zum Rechenwerk, dem Data Path, und einer Schnittstelle zum Speicher, dem Memory Port. In der Zeichnung sind alle einzelnen Steuersignale dargestellt. Die Summe der Steuersignale bildet das Steuerwort oder hier Control
Control Ward genannt. Zum Schluss benötigen wir noch eine Ein- und Ausgabe. Die Ein- und Ausgabe wird über den Speicher abgebildet. Also wir werden keine extra Hardware mehr einbauen, sondern wir werden einen Speicher nach extern exportieren und an diesen Speicher eine I/O-Komponente anschließen, die diesen Export vornimmt. An die I/O-Komponente wird nun die Tastatur oder auch das Display angeschlossen.